ich will eins überhaupt gar nicht. Gesungen wurde, gegrölt wurde, glaube ich, das, da ändere ich nichts, wenn ich ein Lied verbiete, weil dann nehmen sie sich ein anderes vor, sondern dann braucht es eine Sensibilisierung von Personal, dann braucht es eine Sensibilisierung von den DJs, die doch gehört haben, was da gegrölt wird. Und dann frage ich mich, wenn ich mir die Bilder aus Sylt von dieser Ponybar angucke, warum haben eigentlich andere da nicht eingegriffen? Warum haben die nicht gesagt, was eine sehr lange sie da für ein Zeug? Während alle schon mittlerweile den Sylter-Skandal vergessen haben, der keiner war, beziehungsweise die Medien es so getan haben, als wenn es das schlimmste Video aller Zeiten ist, hat sich Claudia Roth nochmal zu dem Thema geäußert und ihr ist richtig die Hutschnur hochgegangen. Nicht nur, dass sie das Hochwasser nicht haben möchte als Wahlkampfprogramm, und dementsprechend frage ich mich, Markus Söder und Habeck, warum haben die sich so schön in den Vordergrund geschoben? Soll anscheinend kein Wahlkampf sein, und wenn man einer Claudia Roth glauben schenken mag, wird ja den Leuten sofort geholfen und dem Hochwassergebiet, das wird nicht alleine gelassen. Also dreimal darfst du auf den Schenkel klopfen. Wer wirklich denkt, da kommen schnelle Hilfen, der sollte sich mal die letzten Videos dazu hier auf dem Kanal ansehen. Und bevor wir uns das Highlight ansehen, wo eine Claudia Roth nochmal eine Sache klarstellen will und eine Maischberger es nicht auf sich sitzen lässt und sie vor allen Dingen auch nochmal zu den ganzen Skandalen in der Vergangenheit fragt, ist es wirklich so, dass wir in einer Zeit leben, in dem es schlimmer ist, auf Sylt irgendwelche dämlichen Parolen zu singen, aber teilweise in den Großstädten momentan die Post abgeht und keinen interessiert es so richtig. Dementsprechend bin ich mal gespannt, wie du zu diesem Video stehst. Ich will eins überhaupt gar nicht, dass die Bilder aus meiner Heimat Babenhausen jetzt wie so eine Art Wahlkampfnummer. Das habe ich verstanden. Überhaupt gar nicht. Alles klar. Null. Darf ich ein paar Satzvervollständigungen? Sie bitten. Mein Lieblingsposten in knapp 40 Jahren bei den Grünen. Ja, ist natürlich die Kulturstaatsministerin. Oh ja, alles klar. Dass der nächste Kanzler Friedrich Merz heißt? Schauen wir mal. Grammatikalisch 1a. Eine zweite Amtszeit von Ursula von der Leyen in der EU-Kommission wäre? Möglich, aber dann muss sie anders agieren. Also ich glaube nicht, dass ihr Anbandeln mit rechten, rechtsaußen Parteien diese Wiederwahl wahrscheinlicher machen. Zu Recht. Eine zweite Amtszeit von Donald Trump wäre? Tja, da bin ich mal gespannt, was Herr Kleber dazu sagt. Aber ich glaube, wir haben gesehen, dass gerade in den Zeiten, die geprägt und gequält sind von Krisen, von Konflikten, von Krieg, wie wichtig es war nach der Trump-Zeit, dass es eine Biden-Regierung gibt, dass es einen Anthony Blinken gibt, dass wir wieder zusammenarbeiten können, dass die transatlantische Beziehung wieder Fahrt aufgenommen hat, dass man zusammen an einem Strang zieht. Und ich befürchte sehr, würde das kommen, dass uns das weltweit massiv zurückwerfen würde. Frage an die Kulturstaatsministerin, dass das Lied L'amour toujours, das in Sylt mit rassistischen Texten versehen wurde, auf dem Oktoberfest verboten werden soll? Ich finde richtig, dass sich die Oktoberfestwirte überlegen, was können wir gegen Rassismus tun, den es massiv gibt? Was können wir gegen dieses rassistische Gegröle tun? Aber das Lied kann wirklich nichts dafür. L'amour toujours ist ein sehr, sehr schönes Lied. Und dass es in Sylt und auf anderen Festen gesungen wurde, gegrölt wurde, glaube ich, da ändere ich nichts, wenn ich ein Lied verbiete, weil dann nehmen sie sich ein anderes vor, sondern dann braucht es eine Sensibilisierung von Personal, dann braucht es eine Sensibilisierung von den DJs, die doch gehört haben, was da gegrölt wird. Und dann frage ich mich, wenn ich mir die Bilder aus Sylt von dieser Ponybar angucke, warum haben eigentlich andere da nicht eingegriffen? Warum haben die nicht gesagt, was eine sehr lange sie da für ein Zeug? Also Ende, Zivilgesellschaft, aber ein Lied verbieten Verbot, und ich glauben, damit sei das Problem gelöst, ist, glaube ich, falsch. Also jetzt ist die Gesellschaft anscheinend an dem Sylter Vorfall auch noch schuld. Nicht die Politiker, nein, dass sie diese Spaltung hervorgerufen haben und eigentlich diese Sylter Menschen so als das Abartigste als sonst was hinstellen. Ich finde das einfach nur sehr tragisch, wie mit diesem Fall umgegangen wird, sondern die Bürger, die dort vor Ort waren, also die Sylter sind jetzt doch schuld, ne? Die hätten ja eingreifen können, und dementsprechend kommt hier die nächste Frage. Fußballfan Claudia Roth, dass Rheinmetall jetzt Sponsor von Borussia Dortmund ist? Tja, das müssen die gut begründen. Okay. Das müssen sie gut begründen. Dass ich entfernt verwandt bin mit Uli Hoeneß? Hat mir nicht geschadet.
dass die deutsche Nationalmannschaft, nee, die deutsche Nationalmannschaft wird bei der Europameisterschaft? Ich glaube, sie kommt weit. Ich hoffe, dass ich sie haben immerhin ein gutes, aktives Unentschieden gegen die Ukraine hingelegt. Aber ich Wenn das irgendwie nicht klappt mit der Politik, können Sie super Sport. Das war doch immer mein, gutes, das war immer mein Traum. Unentschieden. Das war immer mein Traum. Dass aber ich glaube, es ist eine gute junge Mannschaft. Okay. Ich finde sehr mutig, ganz viele junge Spieler dabei. Es ist eine bunte, eine diverse Mannschaft. Mhm. Und die sollte man auch vor rassistischen Angriffen schützen, die es ja schon wieder gibt. Und das ist genau auch der Maßstab. Also heutzutage geht es beim Fußballverein, Gott bewahre, nicht mehr um Leistung, um gut kicken zu können und dementsprechend auch Profifußball zu spielen, sondern umso bunter, desto besser. Also am liebsten brauchen wir eigentlich aus jeder Ethnie, aus jeder Kultur, ach, wir brauchen eigentlich auch Frauen bei unserer Weltmeisterschaft. Also ganz ehrlich, es ist ja mit dem Selbstbestimmungsgesetz alles möglich. Und hier merkst du, wie tief sie in dieser Ideologie gefangen ist. Es gibt eben Bereiche, da kommt es einfach auf den Sport drauf an, um einfach Kompetenz, um einfach genau diese Fähigkeiten abzurufen. Und das macht mich rasend, wenn ich dieser Frau hier zuhöre. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie du dazu stehst. Und hier kommt die nächste Aussage. Weitkommen, vor allem soll die Europameisterschaft aber ein wirkliches Fest werden, wo wir zeigen, was wir für ein offenes, demokratisches Land sind. Es gibt ja eine große Sorge, auch bei den Sicherheitskräften, dass das eben überschattet wird von eben auch islamistischen Gewaltakten. Wie groß ist Ihre Sorge? Gerade jetzt auch nach Mannheim, nach dem, was wir da gesehen haben. Also Mannheim war grauenhaft. Mannheim war ein entsetzliches Verbrechen. Und natürlich bin ich mit meinem Gedanken und meiner Trauer bei den Angehörigen und bei vielen Polizisten und Polizistinnen, die jetzt trauern um ihren Kameraden und um ihren Freund, um ihren Liebsten. Und schon wieder wird nicht der eigentliche Skandal in dieser Sache angesprochen. Nach wie vor ist es immer wieder sehr bemerkenswert, dass einfach das Opfer, nämlich Stürzenberger hier, wieder mal komplett unter den Tisch fällt. Als erstes wird der Polizist angesprochen und das ist natürlich genauso tragisch, das will keiner hier zur Abrede stellen, aber viele Grüne hatten noch nicht mal den Mut dazu, einfach über Stürzenberger zu reden und das hat natürlich den Grund, weil man Angst davor hat, weil man eben nicht sich mit ihm sympathisch auf eine Ecke schieben will bzw. solidarisieren möchte, weil er ist ja eventuell ein Rechter. Und das persönlich stört mich am meisten bei dieser Darstellung. Deswegen wird es einen zweiten Part geben. Unbedingt ein Abo dalassen und dieses Video weiterteilen, wenn du mehr davon sehen möchtest.